Hier zu Arnen im Seefeld ist der erste Stopp meiner Bodytour. Gehen wir doch mal schauen. Das Billett kann man gerade selber lösen. Darum muss ich auch nicht anstehen. Der Eintritt kostet 7 Franken. Beim Hochwasser vor 10 Jahren hat die Altbody komplett weggeschwemmt. Der neue Seefeldpark gibt es jetzt schon seit 5 Jahren. Neben dem See hat es auch mehrere Schwimmbecken. Die Liegewiese ist riesig. An Spitzentagen sind hier bis 2'500 Gäste. Für den Bademeister Christoph Hess eine Haufen Arbeit, auch wenn es zum Glück höchst selten darum geht, Leben zu retten. Das Berufsbild eines Bademeisters, das tut sehr verschiedene Berufe ineinander kumulieren. Am Schluss ist er noch Polizist und Richter sollte er auch noch sein, ab und zu. Mir gefällt Body im Seefeld Zarnen sehr gut. Es hat zwar einen Haufen Leute, aber man findet doch irgendwo immer noch ein Plätzchen. Und am besten ist es natürlich für die Kinder, die haben da ein sehr grosses Angebot. Ich gebe die Note 5. Und schon stehe ich im Zugersee. Ich bin hier nämlich zu Immensee in der Body. Und das Gute ist, ich musste hier nicht einmal Eintritt zahlen. Darum gönne ich mir jetzt glaube Glassi. Einen Bademeister gibt es hier nicht. Noch vor 3 Jahren war das Plätzchen am See ungenutzt. Und es scheint auch heute noch ein Geheimtipp. Das Restaurant ist klein, aber fein. Es gibt viele regionale Produkte. Hallo, ich hätte gerne eine Rakete. Ja, gerne. Das junge Paar, das Bistro führt, hat sich beim Reisen kennengelernt. Zu Immensee haben sie sich jetzt niedergelassen und mit dem Body einen Traum erfüllt. Wir können hier 6 Monate arbeiten. Es ist eine wunderschöne Kulisse zum Arbeiten. Man kann sich nicht beklagen. Es ist streng im Sommer. Im Winter können wir wirklich reisen. Das könnte man nicht in jedem Job so machen. Für die Aktiven gibt es Stand-up-Paddles zu mieten und einmal pro Woche gibt es Yoga. Das Panorama zu Immensee ist ein riesen Pluspunkt. Außerdem ist die Body ruhig und gemütlich. Mir hat es hier sehr gut gefallen. Und das alles gibt es gratis. Darum gebe ich die Note 5,5. Zum Schluss meiner Bodytour bin ich jetzt noch hier zu Luzern im Seebad. Hier habe ich 6 Franken Eintritt gezahlt. Seebad am Nationalgate in Luzern hat Tradition. 1885 wurde es gebaut. Seit 6 Jahren ist es renoviert und wieder offen. Hier kommen auch die Touristen baden. Aber auch die Luzerner sind gerne hier. Es ist einfach mega schön hier, also am See. Im Lido hat es mega viele Leute zum Beispiel, da ist immer recht ruhig. Also und gleich jetzt. Es ist mega schön einfach da. Wirklich super Atmosphäre, super Leute, schön zum Schauen, tipptopp. Ja, ich bin von meinen Arbeitskollegen mitgeschleppt worden. Sie haben gesagt, komm, wir mal hier hin, ein bisschen schauen, schönes Ambiente. Und darum sind wir hier und ich muss sagen, es gefällt mir sehr. Es hat eine kleine Bar und es gibt gesunde Bodyfood. Mitten in der Stadt Luzern kann man hier in einer traditionsreichen Body baden. Mir hat es sehr gut gefallen hier. Ich gebe darum die Note 5. Wie es aussieht, hat es aber in der ganzen Zentralschweiz einen Haufen schöne Bodies. Und jetzt ist es für mich endgültig Zeit für eine Abkühlung.